Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Freischnauze. Heute mit dem Thema Die Waffe der Frau. Ja, bevor wir zum Thema kommen, weil es wird ganz anders ablaufen, als euch jetzt wahrscheinlich jetzt denkt. Kurze Vorwort wie immer. Falls du zum ersten Mal hier zuschaust, ich bin der Christian. Ich rede Freischnauze über Dinge, die mich interessieren. Es gibt kein Skript, sondern nur maximal ein paar Notizen und ein paar Stichpunkte, um den Überblick zu behalten, worüber ich reden möchte. Und je nachdem, wie meine Stimmung gerade ist, stehe ich entweder draußen oder von zu Hause aus und mache meine Views und Blabber über alles, was mich so interessiert, direkt in die Kamera rein. So, kommen wir heute zum heutigen Thema, die Waffe der Frau. Und zwar geht es um diesen Briefumschlag hier, der so wunderschön rosa ist. Ja, wird der Feminismus sich natürlich sehr wieder schön stark freuen, wenn es um Thema Frauen geht und dann hier so ein Umschlag mit dabei ist. Das Schöne ist, es wird jetzt so eine Art Unboxing, weil ich absolut nicht weiß, was in diesem Dings hier drin ist. Ich weiß auch nicht, aus welcher Zeitschrift der stammt. Überhaupt nicht. Mit Sicherheit aus irgendeiner Frauenzeitschrift. Aber es steht hier vorne drauf, beiliegend die Waffe der Frau. Und deswegen natürlich der Titel. Ja, und hier im Sichtfenster steht halt hier zu lesen, an alle Frauen in Deutschland. Ja, ich habe diesen Umschlag noch nie eröffnet. Der liegt hier schon... wahrscheinlich schon bald ein Dreiviertel herum oder so. Der ist bis heute noch dicht gemacht. Ich wollte den Video schon längst mal machen, aber habe dann irgendwann völlig vergessen, dass ich den habe und habe den dann irgendwann mal wieder neid gehabt und dachte mir, jetzt ziehst du endlich mal durch und guckst mal nach, was in dem Scheiß hier drin ist. Ich sagte, ich habe keine Ahnung und ich mache den jetzt auf. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist das Video quasi bestätigt und wir schauen mal, was hier so alles drin ist. Jetzt Blutschock kaputt gemacht, wie man sieht. Ja, sieht ein zerfleddert aus. Sieht so schlimm. Ist eh eine Kackfarbe. So, wir haben hier einen Plan International steht hier oben drauf. Gibt Kindern eine Chance. Ich weiß nicht, worum es geht, aber Frauen in Deutschland für Mädchen weltweit. Okay, also. Wir sehen mal wieder als erstes, Männer interessieren nicht und Jungs, ne, es geht hier nur um die weibliche Natur. Mal wieder, Frauen in Deutschland für Mädchen weltweit ist wahrscheinlich eine Aktion eines Vereins oder so, keine Ahnung, nennt sich hier, wie gesagt, Plan International, gibt Kindern eine Chance. Ja, hier steht jetzt Kindern und hier hinten, hier auf der Seite steht halt für Mädchen. So, wir haben jetzt hier vorne ein kleines Sichtfenster. Da kann man einen Namen reinschreiben. Da kommt wahrscheinlich irgendein Frauenname oder soll da am besten ein Frauenname hin. Ich klappe das mal auf hier. Kann man sich also für stark machen für andere Mädchen auf der Welt. Wie es aussieht. Ich lese mal vor, was hier steht. Liebe Leserin, werden Sie eine von uns. Also es ist deutlich zu merken, dass das hier auf jeden Fall in einer Frauenzeitschrift gewesen ist. Weil keine Männerzeitschrift bringt so einen Blödsinn. hier unten sehen wir natürlich lauter Frauen. Oh, sind sogar bekannte Namen, wie ich sie gerade sehe. Ja, wir haben hier zum Beispiel, Moment, hier ist mein Monitor aus, aber nicht. Senta Berger ist bei dieser Bewegung mit dabei, wie ich gerade sehe. Birgit Schrowange und eine Marion Kracht, eine Schauspielerin, aber die kenne ich jetzt erstmal nicht. Zumindest sagt mir die nichts. Und mal gucken, worum es geht. Frauen für Frauen, Sisterhood Active, nicht wahr? Schauen wir mal. Liebe Leserin, was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie in einem Entwicklungsland aufgewachsen wären? Ja, woher sollen die das wissen? Ist ja nicht passiert. Eine Haussklavin, eine Wasserträgerin, eine mit 13 Jahren zwangsverheiratete Ehefrau. Oh, es geht also tatsächlich mal um die Unterdrückung der Frauen im Ausland. Ja, wir Frauen in Deutschland können unsere Stärken entwickeln, weil wir in einem freien Land leben. Wir leben also in einem freien Land, in dem die Frauen unterdrückt werden. Alles klar. Ich meine, wie oft haben wir den Feminismus rumheulen hören? Die werden hier unterdrückt. Ja, und jetzt sind wir hier in einem freien Land. Ach, schau mal einer an. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Das, meine Freunde, nennt man weiblichen Solipsismus. Das, was sich gerade so anfühlt, ist echt.
wenn Frauen der Meinung sind, sie fühlen sich gerade frei, das ist ein freies Land. Und wenn Frauen der Meinung sind, sie fühlen sich unterdrückt, dann ist das jetzt Unterdrückung. Ne? Also, wie man es gerade braucht, ne? Alles klar. Nur den wenigsten Mädchen in Armutsregionen ist dieses Glück vergönnt. Ja, ist jetzt die Frage, bei uns in den ärmeren, in den ärmsten Regionen oder weltweit? Das steht hier nämlich nicht. Vielmehr werden sie unterdrückt, diskriminiert und zur Kinderheirat gezwungen. Also, Juli, kann man weiterlesen sollen. Natürlich in den dritten Weltländern irgendwo. Hier steht jetzt ein Zitat, das eine 12-jährige Amrita gesagt haben soll. Es steht leider keine Quelle da, sondern nur eine 12-jährige Amrita hat hier wohl gesagt, meine große Schwester musste mit 14 heiraten. Früher war sie klug und lustig. Heute hält sie immer den Kopf gesenkt und spricht kaum mehr. Irgendwas in ihr ist gestorben, erzählt die 12-jährige Amrita aus Nepal. Kann man jetzt natürlich so hinschreiben, einfach so. Ne? Wer weiß, wie viele 12-jährige Amritas es in Nepal gibt. Steht kein weiterer Name hier. Aber wir wissen ja, wie die Menschen sind. Wenn die irgendwas lesen, was ihre Emotionen triggert, dann wird das sofort geglaubt. Und dann, ist das, dann wird das schon gestimmt, was hier steht. Ne? Woher diese Zitat kommt, weil der Sachverhalt steht hier nicht. Das ist einfach nur so dahin geklatscht und dann wird das wohl schon stimmen. Kinderheirat und Menschheit und Menschen zweiter Klasse oder Schulbildung und freie Entfaltung. Mit ihrem Engagement machen sie den Unterschied für Mädchen wie Amrita. Ja, also hier ist ganz klar, ich meine Kinderheirat und so weiter für die Hochsabbatierung zum Kotzen, aber man abgesehen davon, geht es halt hier darum, die weibliche Übergabe Natur, die wir hier bei uns haben, also diese komplette Ausnehmen und Austoben von Sexualität und sich weiterzubilden, ob jetzt Bildung zu Bakamie gehört, weiß ich nicht, aber ich sehe jetzt mal von dem Standpunkt aus. Man könnte jetzt eventuell auch sagen, dass das mit der Bildung bloß erwähnt wurde als Mittel zum Zweck. Ja, man kann auch sagen, ohne dass ich jetzt beweisen kann, dass das irgendein feministischer Scheiß ist, der dazu ermutigen soll, aus anderen Frauen genauso eine hypergam junge Frauen zu machen wie hier. Das heißt, dass die völlig unkontrolliert, wenn sie alt genug sind, sich den Typen suchen können, der ihnen gerade passt und sich hier quasi im Schwanzkarussell ordentlich austoben können. Wenn sie alt genug sind, für 12-Jährige gilt das natürlich nicht, das wäre grausam, wenn es so wäre. Aber wundern würde es mich nicht in der Gesellschaft, in der wir leben. Ich habe neulich auf Twitter einen Text geschrieben, da hat die Bild irgendwie, nee, die Bild hat ein Ding gepostet, da hieß es irgendwie, dass ein junges Mädchen, ich glaube von 11 oder 12 Jahren, auf ein Date mit dem Traumtypen wollte und wurde irgendwie leider enttäuscht, weil er halt doch älter war und sie ja doch leider schlecht behandelt hat, auf mehrere Art und Weise wieder zu lesen war. Ich möchte sie nicht wiedergeben. Aber die Aussage, dass eine Elfjährige leider von ihrem Date enttäuscht wurde, also da ist mir bald die Hutschnur gegangen. Also ehrlich, das war echt der Hammer. Ich muss noch gucken, ob ich das Bild noch habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Denn gebildete Mädchen können ihre Fähigkeiten entwickeln und entscheiden selbst, wen sie wann heiraten und wie viele Kinder sie bekommen möchten. Da haben wir doch schon. Also Hypergamie und Bildung passt ja schon zusammen. Ne? Wenn man schleunig ist, kann man halt selbst entscheiden, wem man in die Kiste springen will. Wie gesagt, da ich weiß, dass Frauen immer etwas anderes meinen, als sie eigentlich sagen und das Ding garantiert von Frauen geschrieben wurde, geh mal davon aus, dass es hier heißen soll, komm zu uns, hier kannst du dich so austoben mit jedem Kerl rumvögeln, den du willst. Ja, wenn du noch gebildet bist, dann hast du noch mehr Auswahl. So kommt es mir gerade vor. Ja, also wie gesagt, ich kann sein, dass ich falsch liege. Ich hoffe, dass es so ist, aber ich habe so das Gefühl, dass das hier so ein Mittel zum Zweck ist, um andere Mädchen hier zu uns zu holen, um aus ihnen dann auch den Feminismus nahezubringen. Ne? Und natürlich macht man das am besten mit Mitteln, die Emotionen anträgern. Ne? Und was hilft da besser, als sich an Orte zu wenden, wo Frauen wirklich schlecht haben. Ne? An Stellen auf unserem Planeten, wo Hunger herrscht, wo keine Bildung herrscht, wo Zwangsheirat und so alles herrscht. Ja? Also da wird dann wieder schon ordentlich getriggert, da wird wieder an den Mitgefühl der Menschen appelliert, ja. Also ich kann ja sein, dass sie nicht ernst meinen, aber ich habe halt auch gelernt, der Weiblichkeit ordentlich zu misstrauen, wenn es um solche Sachen geht, ne. Weil es hat immer einen Hintergedanken. Ich habe es ja schon im anderen Video vorher gesagt, ja, dass Frauen nichts ohne Grund machen. Es gibt immer einen Grund, der nicht direkt genannt wird. Und ich bin mir sicher, dass es hier genauso, ja, hier, ich bin sicher, wie gesagt, Frauen sind eiskalte Opportunisten.
Ja, in den allermeisten Fällen. Und wenn es wirklich so gemeint ist, wie ich gerade denke, dann beweist es einfach nur wieder die weibliche Natur, dass es einfach nur darum geht, den Feminismus noch bei uns, so uns zu holen, noch weiter auszubauen, ja, die Hypergamie auch bei anderen Weibern quasi aktiviert werden zu lassen, sozusagen. Ja, also, oh, krass, ey. Also, ich traue der Sache nicht über den Weg. Und jetzt kannst du letztendlich, also wie gesagt, können Frauen das hier halt ausfüllen, ja, denn die Adresse ist ja schon drauf. Muss man halt natürlich selbst eine Briefmarke draufklatschen und da kann man das halt hinschicken. Und ich schätze mal, letzten Endes geht es halt nur darum, oder geht es auch noch darum, Geld zu erbetteln für eine Sache, die wie sie hier benannt wird. Man kann also, wie ich jetzt hier gerade lese auf der anderen Seite, ich denke mal zuerst gucken sollen, man kann nämlich Patin eines Mädchens werden. Und man kann Teil der Bewegung werden und das kostet hier laut Schrift, die ich hier lese, kostet das 28 Euro pro Monat. Das sind also mehr als, das ist also knapp 300 Euro im Jahr, die dafür weggehen. Das beißt sich gerade ein bisschen mit der Aussage, dass Frauen bei uns viel zu wenig verdienen. Also keine Ahnung, wie sich solche Sachen hier dann finanzieren lassen. Das ist echt, echt schon krass. Also wenn man sich mit den ganzen Sachen so ein bisschen auskennt, wenn man die ganzen Sprüche und die ganzen Jammereien kennt, ja, von wegen Frauen zu unterdrücken, von verdienen wie in der Kette und so weiter, dann frage ich mich echt, wie sowas hier existieren und finanziert werden kann. Ja, dann müsste man sich doch eigentlich logischerweise an die Männer richten und sagen, ja, hier kommt Weltpartner, obwohl, dann heißt immer, ja, der ist pädophil und bla, also. Es ist mal wieder nichts weiter als, ja, eine Sache, die man deutlich hinterfragen sollte, was wirklich gemeint ist. Ich persönlich traue dieser Sache nicht über den Weg, muss ich ehrlich zugeben. Ja, die Waffe der Frau haben wir nochmal zu stehen. Wir haben jetzt hier ein Bild mit einem kleinen jungen Mädchen, was hier so einen Stift in der Hand hält, in der Faust, ja. Frauen in Deutschland für Mädchen weltweit haben wir hier nochmal. Ich muss das mal noch kurz aufklappen. Und dann sehen wir hier natürlich noch zur Unterstreichung Bilder von kleinen Mädchen aus anderen Ländern, wie es ihnen ja so schlecht geht. Wobei die Fotos, wie ich finde, ja doch schon ziemlich gestellt aussehen. Wahrscheinlich hieß es dann noch, lächle mal noch ein bisschen mehr, halt mal den Stift bitte so fest, ja, das Papier muss auch noch ein bisschen gerade rücken. Ja, genau, so ist gut, mach mal ein Foto. Ja, das ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass das halt so abgelaufen ist. Und das sind jetzt so halt, wie gesagt, ja, erst lernen, dann heiraten, gesündere Kinder steht hier, deutlich bei Lohn steht hier. Bildung ist einer der wichtigsten Schritte hin zu einer Welt ohne Hunger und Armut steht hier. Ich bin nichts wert steht hier. Das ist eine Überschrift, die thematisch eine bestimmte Sache hinweisen soll. 12 Millionen Mädchen werden jedes Jahr verheiratet. Hier wird also eine Statistik aufgeführt, die halt keine Quellenangabe ist. Wisst ihr, ob das stimmt? Ja, das wird dann meistens immer so geglaubt. Jetzt hat weibliche Natur und Fakten, das passt nicht zusammen. Wenn es sich anfühlt wie 12 Millionen, dann sind es 12 Millionen. Dann auch wenn die Zahl vielleicht eine ganz andere ist, ja, oder ist das schon eine Dunkelziffer, wie ist die hoch, ist die, weil Dunkelziffern, die erfährt man ja nicht, deswegen heißen sie auch so, ja, verlorene Lebensjahre, könnte man schon wieder deuten, dass es Jahre sind, die man, ja, durch Feminismus vielleicht hätte besser machen können, ich weiß es nicht, ja, ich meine, es ist nicht schön, dass es so was gibt, das will ich ja nicht abstreiten, aber es wirkt ja auch wieder dieser Unterton, euch geht's schlecht, uns geht besser, kommt zu uns. Ja, das ist so das ganze Ding, was hier so richtig durchleuchtet und das kotzt mich an. Ja, kommt zu uns, wir sind besser. Das ist der Ton, der da mitschwingt. Ja, und das ist in meinen Augen Rassismus. Ja, das ist eindeutig, für mich ist es absolut rassistisch, was hier abgeht. Ja, das ist zwar gut gemeint, das gebe ich ja zu, die Ideen dahinter, aber wenn wir schon bereit sind, Menschen zu helfen, warum dann nicht da, wo es passiert? Ja, warum muss man die zu uns holen? Das ist, ich verstehe das einfach nicht. Ja, das ist einfach mal. Es ist im Subtext einfach ganz klar: Wir sind besser, wir helfen euch, kommt zu uns. Ja, und das finde ich sehr rassistisch, um ehrlich zu sein. Das heißt, dass wir uns als Mehrwert darstellen, als wir diese Menschen und Mädchen hier sehen. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich beschissen. Ja, und ich glaube, ich werde diesen Scheiß hier verbrennen. Der ist sowieso nicht mehr gut, wie er aussieht. Weil das kotzt mich richtig an, ehrlich. Also, ich muss ehrlich sagen, nee, das ist Schrott. Das ist totaler Schrott. Ja,
wenn man schon Menschen helfen will, dann gebt ihnen das Wissen mit. Aber wenn sie das Wissen, nicht anwenden wollen oder nicht anwenden können, wenn da keine weiteren Fragen kommen und das ignoriert wird, dann ist das eben deren Problem und nicht unseres. Ja? Das ist nämlich der Grund, warum es bei uns immer so jetzt so zur Völkerspaltung kommt oder zur Spaltung innerhalb von unserem Volk hier. Weil, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Scheiße. Fuck. Ich hatte gerade einen richtig klugen Satz im Kopf, jetzt ist er weg. Ja, wie gesagt, also das ist hier totaler Müll. Finde ich nicht gut. Immer dieses, wir sind besser als alle anderen. Das ist wirklich, noch ein paar Promi-Weber raufgeklatscht, damit es auch wirklich glaubhaft wird. Also, ja, tut mir leid, wenn ich jetzt so hart bin und so herzlos wirke, aber ich weiß schon, warum ich solche Aktionen nicht gerne mag. Ja, die wollen nur dein Geld, die schieben irgendwelche Dinger vor, um an deine Emotionen zu kommen, damit du auch ja bezahlst. Die Ziele, die hinterstecken, sind deutlich immer irgendwelche anderen. Weil, wenn ich eins im Leben wirklich gelernt habe, dann sind es Menschen, die wirklich ernsthaft helfen wollen, die wirklich oder auch wirklich ernsthaft helfen, sind meistens diejenigen, die auch nicht in der Öffentlichkeit treten. Die machen das wirklich nur für sich, ja, und um anderen wirklich Gute zu tun. Das sind alles so Alltagshelden, von denen erfährst du gar nichts in der Öffentlichkeit, ne? Weil alles, was bei solchen Sachen in der Öffentlichkeit tritt, wenn so Leute ankommen, guck mal hier, ich kämpfe den, das wirkt immer nur so, als ob man Aufmerksamkeit will, als ob der Narzissmus getriggert werden soll, ne? Der gefüttert werden soll, würde ich sagen. Ne? Und das ist bei dieser Aktion wahrscheinlich genau das Gleiche. Ne? Guck mal, wir sind besser, wir machen was. Ja, wenn ihr uns dagegen sprecht, dann bist du herzlos ein Arschloch. Also das ist hier nichts weiter als totale Ego-Fütterung. Also es gibt so viele Gründe, das hier zu hinterfragen und sich wirklich die Frage zu stellen, was der Scheiße eigentlich tatsächlich will. Also bei mir nur alles Spekulation. Halt nur Spekulation, ja. Ich hab's ja gesagt, ich bin kein Fan davon. Ich habe hier einen ganz bitteren Beigeschmack, wenn ich dazu erzähle. Also, ich sag mal, das sollte jetzt erstmal reichen von mir aus. Ich hab's blind geöffnet, ich hab's vorher nicht gesehen. Zum Glück, sonst würde das Video jetzt anders ausfallen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Freischnauze 42. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn nicht, dann erst recht, wie ich so schön sage. Abonnieren kostet nichts und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.